What I want to do now is to introduce our next. Nun möchte ich unseren nächsten Redner vorstellen, Dr. Calvin Kemm aus Südafrika. Er ist Kernphysiker und ehemaliger Vorsitzender der South African Nuclear Energy Corporation. Sein Thema: die Notwendigkeit der Kernenergie für Afrika. I'm Dr. Calvin Kemm. Ich bin Dr. Calvin Kemm. Ich bin Kernphysiker in Pretoria, Südafrika, und jemand, der großes Interesse an der ganzen Klimawandelsaga hat, die direkt mit der Einstellung der Menschen zur Kernkraft und anderen Formen der Stromerzeugung zusammenhängt. Warum Kernenergie für Afrika? Wenn man sich Afrika ansieht, ist Afrika riesig. Afrika ist größer als die Vereinigten Staaten, China, Europa, Großbritannien und Indien zusammen. Den Menschen ist nicht bewusst, dass es riesige Entfernungen gibt. Viele afrikanische Länder haben keine ausgeklügelten Netze, wie man sie in Europa und so weiter findet. Südafrika ist auch sehr groß. Die Entfernungen sind groß im Vergleich zu europäischen Ländern. Wir haben in Südafrika derzeit das Glück, einen der wenigen Energieminister der Welt zu haben, Gwedi Mantashi, der offen sagt, dass er pro-nuklear ist. Und es gibt jetzt eine pro-nukleare Bewegung. Er hat angekündigt, dass er 2.500 Megawatt an neuen Kernkraftwerken ins System bringen will. Und das wird jetzt fleißig vorangetrieben. Wir sind dabei zu entscheiden, wie das genau angegangen werden soll. Es gibt etwa ein Dutzend anderer afrikanischer Länder, die der Internationalen Atomenergiebehörde bereits mitgeteilt haben, dass sie eine nukleare Zukunft verfolgen wollen. Das Lebenselixier eines jeden Landes ist fließender, zuverlässiger und preiswerter Strom, nicht aus Sonne und Wind, wo die Sonne nachts oder bei Regen ausbleibt und Wind, bei dem man nie weiß, wann er aufhört zu wehen. Aber das ist einfach zu unsicher, um die Wirtschaft eines afrikanischen Landes im 21. Jahrhundert darauf aufzubauen, ob der Wind weht oder nicht. Außerdem haben wir zum Beispiel in Afrika viele afrikanische Länder, die sehr abhängig von der Wasserkraft sind, was ebenfalls nicht wünschenswert ist. Wissen Sie warum? Ein afrikanischer Staudamm sieht aus wie eine Untertasse, sehr breit und nicht so tief. Hier haben wir fünfjährige Dürreperioden. Der Karibersee, ich glaube, er ist vielen Amerikanern bekannt, der auch ein Wasserkraftwerk ist, war vor etwa 18 Monaten nur noch zu 25% gefüllt. Der Strom aus solchen Wasserkraftwerken verschwindet einfach. Es ist nicht wie in Norwegen oder den nordischen Ländern, wo es einen garantierten Wasserabfluss gibt, Schneeabfluss die ganze Zeit, sodass die Wasserkraft zuverlässig ist. Das ist sie nicht. Wir brauchen also kleine modulare Reaktoren in Afrika, aber auch große Reaktoren an den Küsten, wo es Wasser für die Kühlung gibt, was in Südafrika der Fall ist. Aber für afrikanische Länder haben viele Leute das Gefühl, dass afrikanische Länder zu primitiv sind, dass sie zu rückständig sind, um nuklear zu werden. Das ist einfach nicht wahr. Es ist tatsächlich einfacher, einen Kernreaktor, ein Kernkraftwerk zu betreiben, als all die Solar- und Windkraftanlagen. Denn ein Kernkraftwerk, wenn es einmal läuft, dann läuft es zuverlässig. Man muss nicht mehrere Schaltsysteme haben, wenn eine Wolke über die Solarpaneele gekommen ist. Und dann schaltet man da und dort. Und das ist auch noch tausende von Kilometern auseinander. Das ist einfach viel zu komplex, wenn überhaupt. Dann leidet Deutschland jetzt immens. Alle schalten ein und aus und so weiter und so fort, um zu versuchen, eine stabile Stromversorgung zu erhalten. Warum um alles in der Welt sollten afrikanische Länder dazu veranlasst werden, ein im Grunde sehr unzuverlässiges und komplexes Elektrizitätssystem zu installieren, um unsere Wirtschaft aufzubauen? Warum können wir nicht ein zuverlässiges Elektrizitätssystem einrichten? Große Atomkraftwerke, wenn sie nukleare Brennelemente verwenden, müssen nur alle 18 Monate aufgetankt werden. Die kleinen, modularen Reaktoren muss man nicht zum Nachladen abschalten, niemals. Denn sie funktionieren, indem man kleine Kugeln, so groß wie Baseballs, hineinsteckt und andere am Boden herausnimmt, sodass sie einfach ewig laufen, effektiv. Man schaltet einen kleinen, modularen Reaktor nur ab, wenn man sich absichtlich für ein Wartungsprogramm entscheidet. Und dann haben Sie Zeit, eine Entscheidung darüber zu treffen, welche andere Elektrizität an seine Stelle gesetzt wird. Normalerweise möchte man ein paar dieser modularen Reaktoren zusammen haben, sodass man die Möglichkeit hat, umzuschalten, wenn man möchte. Nicht, wenn Sie plötzlich eine verregnete Woche haben und Ihr Solarstrom weg ist. Oder wie in England, wo es in den letzten Tagen sehr windstill war.
Ich bekomme täglich Berichte aus Großbritannien, dass es praktisch keinen Wind gibt. Sie laufen mit Gaskraft und etwa 25% Atomstrom, der aus britischer und französischer Atomkraft besteht, der von Frankreich unter der Nordsee exportiert wird. Warum tun Sie das, wo Sie doch zum Beispiel Ihre Kohle absichtlich heruntergefahren haben? Es ist also nicht fair, dass die Herrschenden der ersten Welt die afrikanischen Länder unter Druck setzen und uns gesagt wird, wir müssen uns anstrengen, um CO2 zu reduzieren, um ein winziges Stückchen Fleisch im Hamburger herauszunehmen, mit dem sich jemand in Europa gut fühlen will. Und deshalb leiden die Menschen in Afrika darunter, dass sie keinen Strom bekommen oder sie müssen Holz, Kuhmist und alles Mögliche verbrennen, als angeblich umweltfreundliche Lösung. Das ist falsch. Klima ist nicht Wetter. Wir müssen einen Unterschied zwischen Klima und Wetter machen. Klima ist etwas, das man über Jahrzehnte, mindestens 30, 40 Jahre, misst. Wetter ist etwas, das sich an einem Tag ändern kann. Mark Twain sagte, Klima ist das, was wir erwarten, aber Wetter ist das, was wir bekommen. Und das ist so wahr. Kürzlich gab es einige schwere Überschwemmungen in Deutschland. Diese Überschwemmungen in Deutschland sind ein Wetterereignis. Es ist nicht der Klimawandel. Es gab zu viele Politiker, die versucht haben zu behaupten, dass es eine Folge des Klimawandels ist. Das ist es aber nicht. Ähnlich verhält es sich mit den Bränden in Kanada. Die Brände in Kanada haben nichts mit dem Klimawandel zu tun. Sie hängen wahrscheinlich mit der Waldbewirtschaftung und dergleichen zusammen. Wahrscheinlich gibt es zu viel brennbares Material und es wurde nicht richtig gepflegt. Hurricane und so weiter, die Küste treffen, sind also keine Dinge, die mit dem Klimawandel zusammenhängen. Die Temperatur ist in den letzten 150 Jahren gestiegen, also seit Abraham Lincoln Präsident in den Vereinigten Staaten war. Sie ist um 1 Grad Celsius gestiegen. Leute, die gerne das Argument des Klimawandels vorantreiben, sagen gerne, seit Beginn des Industriezeitalters, was dem Industriezeitalter eine implizite Schuld gibt. Aber warum sagen sie nicht seit der Zeit von Abraham Lincoln, was die gleiche Zeit ist? Dann hat es diese implizite Schuld nicht in sich. Wissen Sie, wenn wir in der Geschichte zurückblicken, werden wir feststellen, dass es einen Temperaturanstieg während einer Periode gab, die man die mittelalterliche Warmzeit nennt. Das ist in den wissenschaftlichen Aufzeichnungen, den historischen Aufzeichnungen und verschiedenen anderen sehr gut dokumentiert. Darauf folgte eine sehr kalte Periode, die Kleine Eiszeit genannt wird. Diese Kleine Eiszeit trat weltweit auf und war in Europa aufgrund der historischen Aufzeichnungen und verschiedener anderer Aufzeichnungen besonders deutlich messbar. Während dieser Zeit, und das war die Zeit von Shakespeare, fror die Themse in einem solchen Ausmaß zu, dass man mit Pferdekutschen die Themse hinunterfahren konnte. Es gibt sogar einen Bericht über einen Elefanten, der in London über die Themse lief. So dick war das Eis. Das war die Zeit, als die Mayflower in den Vereinigten Staaten ankam. Und es war besonders kalt. Von da an begann es sich zu erwärmen. Es gab also einen Erwärmungstrend von der Zeit der Mayflower bis zur Zeit der Cowboys und der Öffnung des Wilden Westens der Vereinigten Staaten, also der Zeit von Sitting Bull, der Zeit der Schießerei am OK Corral und so weiter. Es war auch die Zeit, in der sich die Eisenbahn in den Vereinigten Staaten dramatisch ausbreitete. Und die Zeit, in der sich die Landwirtschaft im damaligen Wilden Westen stark ausbreitete. Wenn Sie also zu dieser Zeit in den USA arbeiteten, der Zeit von Wild Bill Hickok und andere, dann hätten Sie berichten können, dass es seit der Zeit von Abraham Lincoln bis dahin, der Zeit von Sitting Bull zum Beispiel, eine erhebliche globale Erwärmung gegeben hat. Und das war der Fall. Also müssen wir dann sagen, hat das zum Klimawandel geführt? Was ist passiert? Nun, es gab Veränderungen. Und warum? Nun, eine Sache, die man nicht beschuldigen konnte, war das industrielle Kohlendioxid, aber es gab definitiv einen Temperaturanstieg während dieser Periode. Das ist gut dokumentiert. Dann ging es weiter mit der Periode der
1970er Jahre, zum Beispiel im vergangenen Jahrhundert. In den 1970er Jahren sind die Temperaturen gesunken. Und kurz davor, während des Zweiten Weltkriegs, waren sie gestiegen. In den 1970er Jahren ging es runter und dann wieder rauf und dann eine Delle und so weiter. Die Temperaturen sind also in diesem Zeitraum immer wieder auf und ab gegangen. Sie sind nicht kontinuierlich angestiegen, was wichtig ist. Das nennt man in der Mathematik monoton steigend. Im Vergleich dazu hat das Kohlendioxid monoton zugenommen. Das heißt, seit der Zeit von Abraham Lincoln bis heute hat das Kohlendioxid immer zugenommen. Nun, Ihr unmittelbarer Instinkt sollte sein zu sagen, wenn wir das Kohlendioxid für den Temperaturanstieg verantwortlich machen, wie kommt es dann, dass das Kohlendioxid kontinuierlich anstieg, aber die Temperatur nicht? Sind sie also miteinander verbunden? Schauen wir uns nun die Menge von Kohlendioxid an, über die wir sprechen. Wenn ich die Höhe des Washington-Monuments nehme, dieses Obelisken in Washington D.C., und ich setze die Höhe des Washington-Monuments mit der Zusammensetzung der Atmosphäre gleich, dann ist die Gesamtmenge an Kohlendioxid in dieser Höhe gleich der Höhe eines Hamburgers auf der Spitze des Washington-Monuments. Die Menge dieses Kohlendioxids, die von der Menschheit seit Abraham Lincoln beigetragen wurde, entspricht der Dicke des Fleisches in dem Hamburger. Können wir also wirklich das Gefühl haben, dass das Fleisch im Hamburger auf der Spitze des Washington-Monuments Überschwemmungen in Deutschland verursacht hat? Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Denken Sie darüber nach. Das ist es, was wir wollen. Wir wollen, dass die Leute nachdenken und nicht nur auf das hören, was sie in populären Magazinen und Zeitungen und dergleichen lesen. Die meisten Leute bekommen ihre Informationen aus sehr populären Quellen und nicht wirklich aus der ursprünglichen Wissenschaft oder auch nur nahe an der ursprünglichen Wissenschaft. Also, seit der Zeit von Lincoln ist das Kohlendioxid kontinuierlich angestiegen. Aber warum setzt das Kohlendioxid, das seit der Zeit von Lincoln angestiegen ist, bis jetzt als Ursache für die globale Erwärmung, die wir jetzt sehen, beschuldigen, weil es etwa einen Grad Erwärmung gegeben hat? Wenn Sie in die Hände klatschen, nachdem ein Sänger ein Lied vorgetragen hat, erwärmen sich Ihre Hände auch um mehr als 1 Grad Celsius. Das ist die Temperatur, von der wir sprechen. Es ist also ein minimaler Anstieg. Okay, ich bin Physiker. Was ich Ihnen also sagen kann, ist, dass es der Fall ist, wenn Sie irgendwo in der Atmosphäre eine thermische Belastung anbringen, dass diese Temperatur einen gewissen Unterschied machen kann. Ich will nicht angegriffen werden, weil ich das ignoriere. Wenn also ein Gebiet um 1 oder 2 Grad besonders warm wird, dann kann diese Erwärmung dazu führen, dass die Luft aufsteigt und somit Wind ansorgt und somit Veränderungen bringt. Das passiert die ganze Zeit. Das ist es, was Regen verursacht und was allgemeine Veränderungen verursacht. Aber einen Effekt wie diesen für die gesamte Erwärmung des Planeten verantwortlich zu machen, ist sehr, sehr schwierig. Das ist wirklich etwas, worüber man nachdenken muss. Wenn wir jetzt sagen, was passiert da eigentlich? Nun, wir haben ein politisches Problem in all dem. Also lassen Sie uns einen Moment auf die Politik eingehen. Wenn Sie zurückblicken und sagen, was ist los, dann haben wir eine Menge Geschrei, dass das vom Menschen verursachte Kohlendioxid das Problem ist. Wenn man versucht zu sagen, nun, vielleicht ist da noch etwas anderes, wird man niedergeschrien. Das sollte ein Anhaltspunkt sein. Warum wird man niedergebrüllt, wenn man versucht, so etwas zu sagen? Lassen Sie mich nur kurz sagen, denken Sie an die fundamentale Wahrscheinlichkeit. Denken Sie daran, eine Münze zu nehmen und sie 50 Mal zu werfen. Jeder weiß, wenn man eine Münze 50 Mal wirft, erwartet man, dass die Hälfte davon Kopf und die andere Hälfte Zahl herauskommt. Wie kommt es also, dass die Prognosen, die uns viele Leute über die sogenannten Ergebnisse der globalen Erwärmung geben, alle schlecht sind? Wie kommt das? Sie hören, oh, die globale Erwärmung wird zu Trockenheit in trockenen Gebieten führen. Trockene Gebiete werden trockener werden. Es wird weniger Regen geben. Nasse Gebiete werden nasser und es wird Überschwemmungen geben. Kalte Gebiete werden kälter werden. Alles ist schlimmer. Warum ist das so? Wenn es eine globale Erwärmung gibt, was der Fall ist, warum sollte sie dann nicht dazu führen,
dass in trockenen Gebieten mehr Regen fällt und daher mehr Getreide angebaut werden wird. Warum sollte es nicht dazu führen, dass feuchte Gebiete weniger Regen abbekommen, deshalb zu einem viel besseren Lebensstil, weniger Überschwemmungen und so weiter führen? Warum wird automatisch angenommen, dass der Klimawandel nur negativ ist? In der Tat, wenn Sie zurückblicken, werden Sie feststellen, dass es in der Geschichte immer wieder globale Wärmeperioden gegeben hat. Es gab die mittelalterliche Warmzeit, die ich bereits erwähnt habe. Davor gab es die römische Warmzeit. Davor gab es die minoische Erwärmung. Diese sind alle gut dokumentiert. Sie sind in den historischen Aufzeichnungen enthalten. Die Erwärmung war übrigens auch universell, weltweit. In Südafrika gibt es eine Höhle, die Wonderwork Cave, was auf Deutsch Wunderwerkhöhle bedeutet. Diese Höhle ist 140 Meter tief und sie liegt in einer sehr trockenen, abgelegenen Wüstengegend. Und so wurde sie seit vielen Jahren nicht mehr von Menschen berührt, was auf die Zeit der Höhlenmenschen zurückgeht. Sie haben entdeckt, die frühesten Beweise für Höhlenmenschen, die Feuer benutzen, wurden in dieser Höhle entdeckt und sie wurde in den letzten Jahren viel von Archäologen untersucht. Es gibt in dieser Höhle Beweise für die mittelalterliche Warmzeit, für die Abkühlungsperiode und anderes. Es gibt auch ein paar andere Höhlensysteme und andere geologische Gebiete im südlichen Afrika, die die gleiche mittelalterliche Warmzeit und die kleine Eiszeit zeigen. Also Argumente, die manche Leute benutzen, nein, es war nur ein lokaler Effekt in Europa und deshalb war es kein weltweiter Effekt, sind einfach nicht wahr. Es ist überall auf der Welt passiert. Warum also dem menschengemachten sogenannten anthropogenen Kohlendioxid die Schuld geben? Nein, das ist einfach nicht legitim. Und in der Tat, wenn Sie einen Blick auf die Wissenschaft werfen, werden Sie entdecken, dass ein weitaus plausibleres Argument die Variation des Magnetfeldes auf der Sonne ist. Die Sonne hat massive Variationen in ihrem Magnetfeld und dies kann gemessen werden, ein einfacher Mechanismus, durch die Anzahl der Sonnenflecken auf der Sonne. Die Sonnenfleckendichte auf der Sonne wird seit Mitte der 1700er Jahre formell gemessen. Aber es gibt Messungen, die bis zu den alten Mayas in Südamerika zurückreichen. Sie reichen bis ins alte China zurück, wo mehr individuelle wissenschaftliche Messungen durchgeführt wurden, die in den Aufzeichnungen enthalten sind, aber sie wurden nicht regelmäßig durchgeführt. Dennoch kann man zurückgehen und feststellen, dass die Anzahl der Sonnenflecken mit den Perioden der globalen Erwärmung und den Perioden der globalen Abkühlung übereinstimmt. Und diese Sonnenflecken zeigen magnetische Aktivität auf der Sonne an. Die magnetische Aktivität führt dazu, dass sich das magnetische Schild um die Erde verändert, weil die geladenen Teilchen, die von der Sonne kommen, mit der Erde interagieren. Sie wirken wiederum als Abschirmung. Das Magnetfeld um die Erde interagiert jetzt mit dem Feld der Sonne, das Teil des Sonnenwindes ist, der von der Sonne kommt. Es beeinflusst die Abschirmung der kosmischen Strahlung, die aus dem tiefen Weltraum kommt. Auch die Wolkendecke über der Erde. Nun braucht man die Wolkendecke nur ein wenig zu verändern und die Wärmemenge, die zum Boden gelangt, wird verändert. Weniger Wolken lassen also mehr Wärme zum Boden gelangen und der Boden erwärmt sich. Mehr Wolken schirmen ab und so gelangt weniger Wärme zum Boden und der Boden erwärmt sich nicht. Es gibt eine viel größere Übereinstimmung, eine viel zuverlässigere Übereinstimmung zwischen der magnetischen Aktivität der Sonne und dem Ausmaß der globalen Erwärmung oder Abkühlung, die wir sehen. Und das ist völlig natürlich. Es ist erwiesen, dass das schon seit Tausenden von Jahren so ist. Interessanterweise, wenn man in der Zeit zurückblickt, wann immer es Perioden der globalen Erwärmung gab, fielen diese mit Gesundheit, Wohlstand und Reichtum zusammen. Ernten wuchsen. Seewege öffneten sich, als das Eis schmolz und so weiter. Pässe über Berge öffneten sich und Menschen konnten von einer Stadt in eine Region in eine andere gelangen. Es sind die Perioden der globalen Abkühlung, in denen die Ernten ausfielen, das Eis, die Handelswege für die Menschen schloss und so weiter. Die globale Erwärmung war also in der Tat von Vorteil. Wir wissen auch, dass erhöhtes Kohlendioxid zu vermehrtem Wachstum von grünen Bäumen, grünen Nutzpflanzen usw. führt. Es gibt verbesserte Ernten. Sie können sogar jetzt in den letzten Jahren messen, dass die Erde durch den Kohlendioxidanstieg grüner geworden ist.
als die Dicke des Fleisches in dem Burger auf der Spitze des Washington Monuments. Fragen Sie sich also, was ist hier los? Es ist eine versteckte Agenda am Werk. Die Leute, die der Industrie die Schuld geben wollen, suchen nach einem sozialistischen Weg, die Erde zurückzusetzen. Wir hören von Great Resets und all solchen Begriffen. Sie wollen Macht darüber ausüben, wie Energie erzeugt wird, und deshalb gehen sie zum Beispiel auch gegen die Atomenergie vor. Und sie sagen, richtig, wenn man die Energie kontrollieren kann, kann man auch die Industrie kontrollieren. Wenn man die Industrie kontrolliert, kann man die Anzahl der produzierten Autos reduzieren. Man kann die produzierten Klimaanlagen reduzieren. Man kann die Kontrolle ausüben und die BIPs der Länder reduzieren. Das ist einfach nicht ehrenhaft. Und ich, als jemand, der aus Afrika kommt, fühle mich manchmal besonders beleidigt, denn es gibt viele Menschen in Afrika, die keinen Strom haben und viele mit sehr wenig Strom. Und dennoch sagt die Erste Welt den Afrikanern, hört auf, euch weiterzuentwickeln, hört auf, mehr Strom zu verbrauchen, macht das nicht. Macht das, was in Deutschland oder anderswo gemacht wird, baut Wind- und Solarenergie, was bei uns nicht funktioniert und bei ihnen auch nicht. Also ich sage den Leuten einfach, denkt sehr sorgfältig über diese ganze Sache nach und sagt, was steckt wirklich hinter diesem ganzen Geschäft? Da steckt mehr dahinter, als man auf den ersten Blick sieht. What is really behind this whole business? There's more to it than meets the eye.